Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir spielen heute, oh, es geht ja schon los, ich dachte, man muss noch warten. Wir spielen heute Get Down. Ich weiß, ein nicht gerade wirklich spannender Spielmodus, aber wir wollen uns halt auch gar nicht so viel über den Spielmodus uns aufhalten mit, sondern wir sterben lieber, weil das macht viel mehr Spaß. Natürlich macht das viel mehr Spaß, oder? Das könnte jetzt wehtun. Okay, nein, wir haben mal wieder ein paar Geschichten zu erzählen, wie ihr auch schon im Titel erkennen konntet. Es gibt so ein paar Geschichten, die ich gerne wieder mit euch teilen würde. Und dafür ist Minecraft ja einfach das beste Spiel, um einfach mal ein bisschen zu labern. Ja, wir haben gerade, falls euch fragt, ich hoffe, dieses Video kommt heute noch online, sollte aber online kommen. Klar, sollte, klar. Wir haben gerade 13 Uhr, oh, oh, 1 Uhr, oh, halb 1, sagen wir mal. Ja, halb 1, halb 2. Und ich komme gerade von der Schule. Und ja, heute war so ein Tag gewesen, da wusste ich nicht so ganz, in was das enden sollte. Weil etwas geplant gewesen war, wo ich eigentlich echt keinen Überblick hatte. Geht das? Das geht wunderbar. Und zwar natürlich, also ich hatte heute normal, also ich hatte heute bis 1 Uhr Schule gehabt und ja, davon halt normal Unterricht. Und dann ging es halt los mit dem, wovor ich Angst hatte. Nämlich, heute waren Präsentationen dran gewesen. Aber jedoch nicht normal, wie man es kennt, so, also die Gruppe stellt sich nach vorne hin, labert und alle hören zu oder auch nicht. Sondern es war so gewesen, dass andere Klassen sich das mit angeschaut hatten. Und man muss natürlich auch sagen, also zwei Klassen haben sich das mit angeschaut, die natürlich den gleichen Werdegang haben. Aber dazu muss gesagt werden, hat Schema gewonnen, naja. Dazu muss gesagt werden, das wird natürlich nicht alles in einen Raum passen. Also, was war die logischste Erklärung gewesen? Wir teilen uns alle auf. In verschiedenen Räumen und auf den Flur. Und naja, es war halt so ein bisschen die Präsentation, die ging so halt über das Allgemeine, beziehungsweise ja, über verschiedene Sachen, zum Beispiel über Ton, über Audio, ist das beide gleiche, über oder Film oder Foto, all solche Themen halt, ne? So. Und das heißt, wir hatten auch ein paar, also manche Gruppen hatten auch praktische Sachen gehabt, zum Beispiel hatten die dann zum Beispiel Studioleuchten bekommen gehabt und konnten dann damit noch ein bisschen für die Zuschauer, würde jetzt wehtun, für die Zuschauer, ja, es zur Show stellen und damit nochmal ein bisschen ihre Sachen, diese Aussagen, nochmal wirklich so praktisch darstellen. Und ja, das war ja alles schön und gut. Ja, dann ging es halt auf die Aufteilung. Manche sind halt in Räume gegangen, manche kamen halt auf den Flur. Ich war halt jetzt so eine Gruppe gewesen, die nichts Praktisches hatte, weil wir auch nicht mussten. Also na gut, man hätte schon, also wir hatten einen Quiz gehabt, aber dazu kommen wir später noch zu. Oh Gott, das wird wehtun. Aber jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, also jeder ist halt, hat hier eine Stelle bekommen. Ich bin in den Flur gekommen mit meiner Gruppe. Und dann waren noch zwei andere Gruppen im Flur. Und stell dir mal vor, so zwei Gruppen. Stell dir einfach nur hypothetisch vor, es labern drei Gruppen über ein Thema in einem großen Flur. Und dann sind da noch deine Zuschauer. Das war eine Geräuschkulisse, die war wow. und ja, dann ging es, also mussten wir erstmal alles aufbauen. Manche brauchten Tische, manche brauchten Laptops und so weiter und so fort. Und was ist das denn für ein Name? Busfahrerlinie 5, oh Gott. Ja, dann gab es ein kurzes Briefing und dann ging auch schon das Ganze los. Dazu muss man noch sagen, das habe ich fast vergessen zu sagen, und zwar, wir waren Vierergruppen gewesen, aber es war eigentlich, waren es mal Zweiergruppen gewesen, die dann zusammengelegt waren, also zwei Gruppen hatten halt zweimal gleiche Thema, aber die wurden dann zusammengelegt zu einer Gruppe. Und dazu muss gesagt werden, wir wussten, also das war ja auch vorher nicht bekannt gewesen, dass wir noch zusammengelegt werden, also hat jeder eine gute Präsentation, also halt eine PowerPoint-Präsentation, rede ich natürlich von, gemacht. So, und dann hieß es auf einmal, wir sollen alles zusammenlegen, also das war eine Woche vorher passiert, also letzte Woche. Und dann sollten wir nochmal alles angleichen. Und, oh, das wird wehtun. Und, naja, bei mir war es halt so gewesen, wir hatten halt wirklich zwei richtig gute Präsentationen und eigentlich wollten wir sie gleich umschreiben. Wir wollten die so lassen und zusammenlegen wollten sie auch nicht, weil die waren von der Länge her gut,
beziehungsweise zu lang. aber es war einfach informativ, alles drin, was man brauchte, dass man halt eine gute Note wollte vom Lehrer, ne? Aber, also gefordert waren wohl, später, kam auch erst später hinzu die Regel, gefordert waren 10 Seiten. So, ich hatte 30. Aber die Regel kam erst später dazu. Das muss man ja bedenken. Weil das Informationsmaterial, was wir hatten, das war das, wo ich auch schon mal die Druckergeschichte hatte, nämlich. Das war nämlich unsere. Die Druckergeschichte habe ich euch erzählt gehabt, bestimmt. Das sind nämlich die Sachen, die wir aus dem Tisch halt ausgedruckt haben. Was ist das denn? Das ist ja interessant. Ja, das waren halt so 30 Buchseiten ausgedruckt und dazu solltest du 10 PowerPoint-Seiten machen. Ja, natürlich. Ja, klar. Bei so vielen Seiten denke ich natürlich auch an 10 Seiten PowerPoint. Naja. Wow, Rakete. Nice. Auf jeden Fall, ja, mussten wir halt die Präsentation dann zusammenlegen, beziehungsweise wir haben es nicht gemacht, weil es war uns zu viel Arbeit. Also haben wir uns so geeinigt drauf, dass jeder dieser zwei, die wir halt waren, hat halt jeder seine eigene Präsentation vorgeführt gehabt und dann haben wir halt gewechselt, so, und halt die andere gezeigt. War ja das gleiche. Nur halt war die eine länger und die andere halt nicht so lang. So, jetzt dürfen wir kaufen. Das ist toll, wie viel haben wir denn überhaupt? 187 Coins. Was machen wir denn? Machen wir Eisenrüstung? Ah, komm, Eisrüstung. Ah, gut, das war schlau, ne? Das war richtig schlau wieder von mir. Naja, gut, Eisrüstung reicht, ne? Können wir da noch ein Schwert gekauft? Ja, Holzschwert geht immer. Gut. Ja, Essen. Ah, komm, Essen geht auch noch. Hier, Goldapfel. Na gut, dann nicht. Ein paar Äpfel. So. Auf jeden Fall, haben wir halt dann die Präsentation vorgeführt. Also, wir hatten immer 3 Leute bekommen. Oder ja, es sind halt Schüler, ne? Und die waren, eigentlich hätten sie schon ausgehabt. Naja, du kannst dir vorstellen, wie die Laune ist von Schülern, die gerne schon, die eigentlich schon aus hätten, aber noch vom Lehrer gezwungen werden, da zu bleiben, ne? Also, manche haben nicht wirklich zugehört und das bei mir war halt auch ein Präsentationsthema, wir waren viel zu lang. Also, man hätte sieben Gruppen in alle 20 Minuten durchbringen müssen. Hat aber keiner geschafft, wirklich keiner. Und dann haben wir so, glaube ich, keine Ahnung, vielleicht zur Präsentation 20 Minuten oder so gebraucht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich aber irgendwann immer durchgerattert. Und naja, wenn dann die eine Gruppe fertig war, kam dann halt die nächste Gruppe. Und das immer gleiche gelabert. Ne? Das hat meine Stimme auch ein bisschen lädiert, geht aber noch, aber schon so ein bisschen angeschlagen. Also werde ich, glaube ich, nur Minecraft aufnehmen. Ja. So, jetzt geht's los in den Kampf. Yay, Teams verboten. Aua, es gibt keinen Dings, das ist ja der Wahnsinn. Das ist einer zwei, das ist aber schön. Naja. Ja, dann haben wir halt mal vorgetragen. Und ja, dann war irgendwann ein Wechsel. Dann kam ich in eine andere Klasse dran. Dann habe ich mich auch ein bisschen so rumgehört gehabt, wie es mit anderen Gruppen war. Und naja, die haben halt auch nicht viel geschafft. Manche wollten was mit Kameras vorzeigen oder mit Licht. Und das konntest du gar nicht alles schaffen. Das war viel zu wenig Zeit. Und ich bin tot. Naja. Wie das Statement der anderen Gruppen war, das hört ihr jetzt. So, es geht weiter. Natürlich nach einer Cut, natürlich. Das Statement der anderen Gruppen war so gewesen, habe ich ein bisschen rumgehört gehabt. Viele fanden auch, es war zu chaotisch. Die Leute haben sich nicht interessiert. Und einfach auch viel zu wenig Zeit. Ne? Also eine Gruppe hat zum Beispiel eine halbe Stunde gebraucht für ihre Präsentation. Das lag aber nicht daran, dass sie so viel hatten, sondern halt auch noch wegen dem ganzen praktischen Material, was sie da hatten und so. Ne? Also das war schon alles sehr chaotisch gewesen, muss man einfach mal so sagen. Es war der Wahnsinn. Ich hatte mich dann halt abgewechselt mit meiner anderen Teamgruppe. Das heißt, ich durfte dann halt im zweiten Teil einfach rumlaufen und mir auch die andere Präsentation anschauen. Mussten wir auch machen. Habe ich dann auch gemacht und mir ein bisschen die anderen angehört. Also wir hatten 4 Stunden gehabt, davon waren 2 Stunden Aufbau und 2 Stunden Präsentieren. Das, also Aufbau, Abbau, ne? Also, ne? Aber das war trotzdem viel zu wenig Zeit. Viel zu wenig Zeit. Naja. So war es halt. Und dann hatten wir zum Schluss alles abgebaut gehabt, ein kleines Briefing gehabt, so Abschlussworten, da kamen halt auch mal die Kritikpunkte zu kurz und zu chaotisch, zu laut. Vor allem auf dem Flur, ich war eine Flurgruppe, das war einfach so laut, war das da. Das war der Wahnsinn. Boah, ich wäre fast unten gewesen, das ist der Wahnsinn. Ich hab's nicht geschafft. Naja, so war das auf jeden Fall.
mit Präsentationen. Normalerweise sind die halt normal. Also ne, man trägt es halt vor der eigenen Klasse vor, nicht vor anderen Klassen. Aber gehört halt auch dazu, mal vor Fremden ne, was zu sagen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Kritikpunkt, oder ne, Kritikpunkt nicht, irgendeinen Punkt ausgelassen habe. Aber ich denke mal nicht. Ich glaube, im Groben und Ganzen sollte das so sein. Ah ja, die durften uns auch bewerten. An jeder Gruppe war mal eine QR-Code gewesen, wo man dann im Google Docs-Dokument die Leute bewerten konnte. Natürlich hat man dann immer so gesagt, hier komm, gib mir eins. Ja, natürlich gebe ich eins, ne, also. War eine schöne Idee, aber seit Schüler, ne, also die halten sich da nicht dran. Naja. So, die schleich mal weg, weil das muss sein. Auf jeden Fall, naja. Auf jeden Fall, ich war echt da ein bisschen kaputt gewesen. Also, ich hätte es schon gern ein bisschen länger gehen gemacht. Also, wenn man so, sagen wir mal, 8 Stunden Zeit gehabt hätte, hätte man auch alle durchbekommen, auch schön ruhig und alles. Aber ich glaube, da wäre ich Stimme einfach kaputt. Ich bin jetzt schon ein bisschen angeschlagen. Aber, ja gut, es ist halt so, ne? Aber die Zeit hatten wir halt auch nicht, ne? Weil die Schüler hatten eigentlich auch schon alle ausgehabt, ne? Und mussten dann wegen dem Lehrer noch alle da länger bleiben. Naja, so ist das halt. Auf jeden Fall, es kommt ja noch eine Geschichte. Ich da als Schüler ausgehabt, ich dann halt zur Bushaltestelle gegangen, wie man es halt so macht. Oh Gott, das wird viel zu tief der Fall. Und ja, dann stehe ich halt in der Bushaltestelle, warte halt auf meinen Bus. Auf einmal kommt eine Frau zu mir. Eine ältere Dame. Und die labert mit mir. Die labert mich einfach an. So, ich hoffe, das ist nicht zu respektlos, dass ich labern sage. Aber labern ist halt das gute Wort halt dafür, ne? Wow, hier geht's nirgendwo weiter, das ist geil. Und auf jeden Fall labert die mich halt an mit anfangs, ja, ist der Bus schon weg und kommt der Bus noch und, ja, und dann, aber das Problem ist, die Frau hatte ich schon mal gehabt, da war genau die gleiche, wie sie mich schon damals vorgelabert hat. Damals war es irgendeine Kerzengeschichte gewesen. Nur diesmal war es irgendwas mit Bussen gewesen und anderen Geschichten und Zukunft und, naja, auf jeden Fall, sie hat dann so gelabert, gesagt, so, wann kommt der Bus und ist der Bus schon da und dann hat sie mich halt weiter angefragt mit, ja, ich war letztens Bus gefahren und da waren so 3 junge Mädels gewesen, jung und waren ein bisschen angetrunken gewesen und da musste die Polizei kommen, aber nicht, weil sie angetrunken waren, sondern weil 2 andere Mädels noch hinzugestiegen sind, die jetzt eine andere Hautfarbe hatten, sage ich jetzt mal. Und diese 3 Mädels haben sie dann halt angepöbelt aufs Übelste. Und dann musste der Bus wohl anhalten und die Polizei rufen. Und in dem Bus war sie wohl drin gewesen. Und sie hätte auch am liebsten gerade eingegriffen gehabt, aber sie hatte wohl mal einen Schenkel-Hüftvorfall gehabt und konnte halt dann nicht eingreifen. Daher wäre sie noch auf den Boden geflogen oder so. Und dann hat sie nämlich noch auf dieses Video hinzugewiesen gehabt, hier mit, ne, was hier rum, mit der Frau da, die Treppen runtergeschubst worden ist, und gesagt hat, wir werden immer alle respektloser, unsere Generation. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, kann vielleicht sein. Wo ich habe aber schon die Schoko-Story, stimmt, das ist echt der gleiche. Da fand ich auch respektlos, dass die Mutter da nichts gesagt hat, ne? Wie viele Coins haben wir? Ich glaub, noch ein bisschen was, das ist cool. Auf jeden Fall ging es dann halt so weiter mit, du willst, also ihr werdet später eine schwere, schweres Leben haben. Auf jeden Fall. Wer weiß, ob du nicht sogar noch mit 70, 75 arbeiten musst. So was. Also zuerst frage ich mich ja, ich meine gut, alte Menschen gut, da hat sie noch einfach mit seinem Sohn gesagt, Sohn wäre Polizist gewesen, den hätte es auch gefragt, und dann war gut gewesen, dass der nichts gemacht hat und so, und aber warum sagt man mir so was? Weißt du, ich erzähle auch nicht weltfremden Menschen hier, ich mache YouTube-Videos, bla bla bla, und das ist dies und das und so ist mein Leben. Ja, und das sind halt alte Menschen, die brauchen halt Zuneigung, ne? Und ich höre mir das halt auch an. Natürlich konnte ich mir nicht alles merken, weil es war ein bisschen laut gewesen. Und ja. Ich dachte gerade, da wäre jemand gewesen, aber nee, das sieht nur so komisch aus. Und ja, das. Ich verstehe es nicht ganz immer, warum das so ist, aber es ist halt so. Und, oh Gott, da sind auch viele Leute. Und, ja, gut, dann, ja gut, halt auch diese Zukunftsgeschichte, ne, da habe ich halt, ich habe mal mit Ja geantwortet, ne, so ja, ja, aha, ja, ja, ja. Ja, und dann kam irgendwann der Bus, war eingestiegen, dann war es irgendwo, hat sich irgendwo hingesetzt, wo ich dann nicht mehr in ihrer Nähe war. Das wird jetzt wehtun hier mit Diamant. Naja, egal. Hallo. Der hat gar keinen Schwätzig gekauft. Der ist typisch schlau.
Naja, aber ich finde es schon so interessant, dass du gesagt hast, respektloser stimmt schon, glaube ich, ne? Ich glaube, wir werden schon immer respektloser. Willst du mich verarschen? Hast du Autoklicker an? Also ist schon vielleicht, also da ist schon was drin, würde ich sagen, ne? Kann man den bitte mal töten? Boah, geht der mir auf den Sack. Wie viel Schaden kriegt der eigentlich? Dankeschön. Boah, ich habe eine neue Rüstung. Schnell anziehen, ja. Das ist ja cool. Der hat sich echt alles gekauft, außer eine Rüstung. Oder tut mir ja leid. Naja, ich fand das schon interessant, wenn er mir so gesagt hat, aber ja, gut. Ja. Ist er halt so. ja. Naja, es war nett. Also, dieser war nett gewesen und so. Ach, trotzdem, muss nicht sein. Muss ich nicht unbedingt wissen. aber ich bin wirklich mal sehr gespannt, wie es in Zukunft ablaufen wird. Vor allem, wie sich jetzt noch die Welt so in Jahren verändern wird. Alter, also, sieht doch noch sehr kryptisch nicht aus, sondern kritisch aus, würde ich sagen, ne? Aber lassen wir uns mal überraschen, ne? Wie es so in 15 Jahren oder 5 bis 10 oder 20 Jahren, wie die Welt aussehen wird. Ja. Gut, da fahre ich meine Storys durch. Huh. Und das ist wirklich heute alles an einem Freitag passiert. Alles. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ah, ist das schön. Oh, hi. Oh, der hat ein Dingschwert. Finde ich aber nicht so nett. Hab ich nicht hier. Oh, der hat auch noch. Das ist ja der Wahnsinn, was der alles hat, der Typ. Naja, gut. GG an dich. Du hast natürlich viel mehr Kraft als ich. Das ist auch klar. Aber ja, es ging ja eigentlich hauptsächlich heute wieder um Geschichten. Deshalb habe ich auch Get Out and Down ausgesucht, weil es ja ein langweiliges Spiel muss. Man läuft nur runter. Und da dachte ich mal, da kann man das mal machen, ne? Ja, Leute, damit ist die Geschichtsstunde wieder vorbei. Ich hoffe, sie haben euch sehr gefallen. Lasst gerne mal Kommentare dazu da, wie ihr das so seht, wie so in 5 bis 10 Jahren die Welt vielleicht aussehen wird. Ja, gerade so mit den US-Wahlen, neuer Präsident und wer wird wohl in Deutschland bald regieren und naja. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich antworte gerne auf eure Kommentare. Und ja, aber das war es erstmal hier von Minecraft. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit Minecraft wieder. Und ja, bis dahin sage ich ciao, euer Ninjoshitendo. Ciao.